ho! Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 auf der North Precision March. Vierfach einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Party macht Lärm in 3, 2, 1. Warte. Okay, zu spät. Was es mit dem Trailer auf sich hat, meine Damen und Herren? Der Trailer ist ein Gastgeschenk vom kommenden Held vom Feld Projekt, beziehungsweise eine Leihgabe. Am kommenden Sonntag um 18 Uhr wird auf Twitch das neue Held vom Feld Projekt starten und da kommt auch unter anderem dieser Trailer vor. Farbe war nicht meine Idee, war alles nicht meine Idee. Ich bin nur ganz moderater Mitspieler und deswegen schaut da gerne vorbei. Sonntag 18 Uhr, meine Damen und Herren. Ich habe da, glaube ich, irgendwie schon einen Trailer hochgeladen auf YouTube, deswegen könnt ihr euch den auch nochmal gerne gucken, wenn ihr möchtet. Patti, ich danke dir vielmals für 10 Gifted Subs. Vielen, vielen herzlichen Dank und liebe Leute, bedankt euch ganz herzlich beim lieben Patti, wenn ihr auch einen Sub bekommen habt. So, jetzt habe ich mich aber genug bedankt, ne? So, wir schauen mal, was passiert. Ich kann euch jetzt schon mal einen kleinen Spoiler geben. Wir werden die Woche was abreißen. So, abreißen. Wir werden es einfach abreißen, die ganze Geschichte. Was genau, wenn wir noch dazu kommen? Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wieder alle so ein bisschen in Bewegung kommen. Erstmal hier das anmachen. So, wie haben wir... Ich glaube, ich habe es hier. War das hier? Ja, wir machen es hier. Komm, wir versuchen es mal, ob das so funktioniert. Ich muss auch noch einige Missionen abgeben. Grubbern 65, die haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Dann haben wir noch eine, die 55. Da können wir gleich hintuckern. Das ist aber der Flug. Warte. Flügen haben wir auch fertig. Der fährt auf die 11. Damit es nachher wieder weitergeht. Mensch, so ein schönes Pflaster im Hof. Ich weiß. Es ist herrlich. Ich weiß. So, Momentchen. Ich bin gleich wieder für euch da. Dann gehen wir gleich weiter. So, jawohl, schon in der Aufnahme, da sind wir schon dabei. Und zwar, der hier muss auf, ich hatte gesagt 11, ne? Der muss auf die 11. Zack, wir haben schon 1,24 Millionen, ne? Das ist schon eine ganze Menge. Also diese Woche Zellstofffabrik, würde ich sagen, ist drin. Aber habe ich schon zweimal gesagt und ist nicht passiert, deswegen vorsichtig mit solchen Aussagen. Nur CP anmachen, ich habe es wieder vertauscht, ne? Ich habe es wieder falsch gemacht. Shame on me. Warte mal, du bist aber auch nicht so ganz geil unterwegs, ne, mein Freund? Nicht so ganz tippitopp. Oh, da ist kein Saatgut mehr drin. Wir werden jetzt hier nochmal ganz kurz einen Schlenker reinfahren, damit ich zumindest die nächste Reihe begonnen habe. Aber da können wir... Ich habe den gerade ausgeschalten, hallo? Dann können wir hier auf alle Fälle gleich mal weitermachen. Nordic Hero, danke dir für deine 100 Bits, glaube ich. Vielen, vielen Dank. Und Philipp, danke dir für 24 Monate. Dankeschön. So, wir, wie gesagt, schauen wir gleich mal. Der Gruber, da ist er nämlich. Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Wer hat heute... Heute Morgen war es richtig kalt, ne? Also ich war heute ein bisschen unterwegs. Ich hatte, also mein Tiefpunkt temperaturmäßig war heute minus 16. Minus 16 Grad. Kann man sich das vorstellen? Unmenschlich, ne? Aber wirklich unmenschlich. 16 Grad minus ist halt schon, boah. Das war viel, muss ich sagen. War nicht angenehm, aber machst du nichts, ne? Da machst du nichts. So, das müssen wir auch nochmal gucken. Minus 5, okay. Spellox, danke dir für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Haben wir das alles schon? Da müssen wir uns einfach nochmal in Ruhe angucken. Hier, den muss ich erstmal an die Seite stellen, damit es mal irgendwie weitergeht hier, ne? Ja, viel zu kalt, das sage ich dir aber du. Boah! Also, das ist genau so ein Wetter, da kleben auch die Scheibenwischer morgens an die Scheibe, ey. Boah, es ist richtig ekelhaft. Aber gut, machst du nichts. So, wo wolltest du? Ach, du wolltest hier weiterfahren. Guckst dir an. Minus 10, minus 7. Ja, ist schon. Schon zapfig, ne? So ein bisschen. So, was haben wir noch? Du musst mähen, mein Freund. Dann du. Hab ich dich noch auf Warten gestellt? Ich glaube, du musst noch ein bisschen warten, oder? Ich glaube, ich wollte es erst fertig machen hier. Okay, so, genau, hier haben wir gesammelt, da müssen wir noch weitermachen auf alle Fälle, wobei der presst noch, also haben wir noch ein bisschen Zeit. Das sind doch sommerliche Temperaturen, das sind keine sommerlichen Temperaturen.
Gebrauchsshop haben wir heute noch nicht geguckt. Können wir aber gleich mal reinschnubbelieren. Aber ist nichts Interessantes für uns natürlich. Nee, nee, nee. So, der Fan macht das. Lass mal hier mal drauf fahren, dann schauen wir mal, ne? Solange der Rotz nicht an der Nasenspitze gefriert ist, nicht so geil. Lass doch mal. Danke dir für 10 Gifted Subs. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Support. Und liebe Leute, bedankt euch ganz herzlich beim lieben Lars Nomad oder auch beim Party, wenn ihr auch uns erhalten habt. Vielen, vielen Dank. Und der Stefan Wicket grüßt dich. Hallo. Du, alles tipptopp, ne? Wicket, du musst mal dem Ralf erklären, dass er den zweiten Teil nicht gewinnen wird, ne? Weil das habe ich jetzt für mich entschieden, dass ich das holen werde, das Ganze. Also ich glaube, es ist am besten, wenn du es ihm langsam und schmerzfrei beibringst, weil ich sag's ihm halt ins Gesicht und das ist halt schwierig. Ne? Das ist halt echt schwierig. Partybeats, danke dir für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. So, warte. Dann machen wir das wieder aus. Das machen wir an. Und dann... Ich weiß nicht, wie du denken kannst zu gewinnen, wenn ich mitspiele. Ja, doch. Doch, doch. Doch. Ich glaube schon, Ducky. Ich bin da optimistisch. Ja, das werde ich noch nicht sagen, Leon. Das werde ich noch nicht sagen. So, ich glaube, hier war ein bisschen, ne? Klatsche direkt Sonntag auf den Tisch. Ohne Schickimicki ins Face, richtig so, weißt du? Direkt rein und fertig. So ist richtig. Nicht lang um einen heißen Brei rumreden. Slive, grüß dich, guten Abend, hallo. Hä? Jetzt aber. Das ist die erste Folge, die Dienstagsfolge. Letzter Wegpunkt, habe ich falsch gemacht, warte. Nächster Wegpunkt, den nehmen wir. Wann wird ungefähr das neue SP? Das weiß ich noch nicht, starrer Mann. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen am Überlegen und am Diskutieren mit mir selber, ob ich es nicht nach dem Held vom Feld-Projekt schiebe. Weil ich denke, dass ich beim Held vom Feld-Projekt wirklich sehr aktiv sein werde. Und da wird natürlich alles wieder aufs Minimum beschränkt, sage ich mal ganz vorsichtig. Das heißt, alles andere spielt nur eine zweite Geige. Und das wäre dann so ein bisschen schade, weißt du? Deswegen bin ich immer überlegen, ob ich es nach Held vom Feld mache. Wobei das noch nicht ganz sicher ist. Das ist nur ein Gedanke momentan. So, dann nehmen wir hier links das Feld. Er droht mir jetzt schon. Kann ja nix. Wie geht das, mich selbst zu sehen? Ne, ich stelle mich hin. Gib einen Satz raus. Geh auf die andere Seite. Konter den Satz. Gekonnt. Geh auf die andere Seite. Mach wieder ein Argument. Und herrlich, sag ich dir. Herrlich. So, dreimal vorgewendet. Ist okay. Hab nur noch eine Schulwoche und dann noch 2 Tage. Sehr gut. Ist doch gut, oder? Kann noch mal vorbei sein, die ganze Geschichte, du. So, du fährst mir weiter. Jo. Dann, du musst zum Hof, mein Freund und Helfer. Du musst zum Hof. Hof, 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 Hof. Dann schauen wir gleich mal. Hof, Einfahrt. Ja, passt. Das passt. So, der ist unterwegs. Das passt auch. Du... Ich glaube, hier sind wir generell fertig, ne? Also hier sind wir generell hier tippitoppi fertig. Wie viel ist denn das, wenn ich fragen darf? Die 41. So, dann müssen wir jetzt rüber auf die 61, wenn ich das richtig sehe. So, dann fährst du mir mal rüber auf die 61, mein Freund. Dann schauen wir gleich mal weiter, du. 61, jawohl. Mr. Timp, grüß dich. Viel Spaß beim Spielen. Oh, danke dir, ja, also... Werd ich haben, glaube ich. Werd ich haben. So, den kann man auch rüberschicken. Doch, den können wir rüberschicken. 61. Hier haben wir nichts mehr zu tun. Soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und Simson, danke dir für deinen Resub im 24. Monat. 2 Jahre voll. Herzlichen Dank. Dankeschön. 2 Jahre nun schon und auf noch viele weitere. Mach weiter so und schöne Weihnachten. Zeit wünsche ich schon mal. Dankeschön. Die auch auf alle Fälle. Vielen herzlichen Dank. So, du, mein Freund, bist soweit fertig. Den würde ich jetzt tatsächlich auf unsere Wiese schicken. Auf die 10. Den würde ich auf die, weil sonst kommen wir wieder nicht zu. Ihr wisst, was ich meine, ne? Jetzt haben wir mal so ein bisschen Luft. Dann würde ich den gleich mal auf die 10 rüber schicken. Das ist, glaube ich, besser. Die nächste Investition ist die Zeltstofffabrik. Wir haben drüber gesprochen.
Wir haben drüber gesprochen. So, das ist auch okay. Dann können wir den schon mal losschicken. Genau, Ausrufezeichen HFV für Held vom Feld startet am kommenden Sonntag. Werdet ihr aber heute noch öfter hören, kann ich euch jetzt schon mal sagen. So. Das funktioniert. Dann, was haben wir noch auf dem Zettel? Hier müssen wir weitermachen. Hier müssen wir unbedingt weitermachen. Also unbedingt ist jetzt falsch, aber wir müssen weitermachen, ne? Wir müssen weitermachen. Das schafft es ja nicht mal auf der Straße zu bleiben. Ja, das ist also... Also Manieren, ne? Also... Bah. Die entscheidende Frage, wer hat mehr Urlaub oder krank? Jein. Die Karte für, ja, die Karte vom neuen Held vom Feld, meine Damen und Herren, ist die Hopfach. Das kann ich deswegen schon mal teasern, weil da hat er schon der Jan und der liebe Niki und so weiter. Die haben ja schon fleißig drauf rumgeübt und haben das auch live gestreamt, von dem her läuft. Komm, lass uns helfen, Fabrik, der Sprinter. Ich habe den Sprinter drin. Ich glaube, der hat noch ein Update bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Ist angepinnt. Dankeschön, Daniel. Vielen, vielen Dank. Es wird großartig, wie gesagt. Es ist immer so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer, weil du spekulierst natürlich auf eine Sache. Und dann, naja. Genau, Trailer auf YouTube anschauen, da kann man es auch so ein bisschen erraten, wohin die Reise geht. Aber ich kann dir sagen, die Hopfach wird es werden. Gibt's da Upsis? Da du nicht mitmachst, Party, gibt's keine Upsis. Aber ich habe heute Hof-Bergmann-Folgen beschriftet, jede Menge, ne? Alter, da kann ich... In jeder zweite Folge kann ich Upsi in den Titel reinschreiben. Ey, ist ja Wahnsinn. Deswegen hat man auch 3 bis 4 Pläne. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Wie gesagt, es gibt immer einen Plan B oder sogar C oder sogar D oder wie auch immer. Aber die Hoffnung ist halt, du brauchst den nicht. Die Hoffnung ist, du bist auf Plan A und gut ist, ne? Iggy, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Danke dir für 30 Monate. Herzlichen Dank. Moin, moin, grüß dich. Startpunkt für Stati steht fest. Schubkarre und Kettensäge. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich ihm auch gönnen. Würde ich ihm auch gönnen. Und dann muss er in Woche 2 regulär einen Führerschein machen, bevor er sich einen Traktor kaufen darf. Da wäre ich auch ein bisschen für, ja. Würde ich mich auch ein bisschen für einsetzen. Bergflug, guten Abend, grüß dich, hallo. Wir müssen nochmal kommen, es sind zu viele Ballen. Es sind zu viele Bällchen. Jetzt war noch ein bisschen was rein. Jetzt hat er abgeschalten, okay. Okay, so, wir sind hier, das haben wir gesagt, das ist die 41. Da müssen wir jetzt mal gucken, wohin die Reise geht, beziehungsweise wohin wir denn fahren müssen. Zum Tierbedarfshandel. Wir haben noch nichts abgeladen, meine Damen und Herren. Ne? Uiuiui. So, der Tierbedarfshandel. Tierbedarfshandel. Hier. Mir geht es gut, Iggy. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Was hat Staatsfeind getan? Er hat geleakt. Er hat den Leaker-Feind gemacht. Moritz, danke dir für deinen Follow auch. Vielen, vielen herzlichen Dank. So, was ich sagen wollte, sage ich euch in der nächsten Folge. Wir werden aber definitiv was abreißen. Weil es muss. Es muss einfach sein. Es muss einfach sein. So. Weiß nicht, ob der Weg jetzt gut ist zum Tierbedarfshandel, aber fahr einfach mal, mein Freund. Ist denn die Sämaschine schon angekommen? Frag für ein Schulprojekt. Ist noch... Ach, guck mal. Aber gerade so angekommen, ne? Kann man dir Bilder schicken, wie man gebaut hat auf der Marsch? Gerne im Discord. Ausrufezeichen DC. Gerne im Discord posten, meine Damen und Herren. Und auch gerne mich markieren. Da bin ich überhaupt nicht böse. Gerne mich markieren. Dann schaue ich mir das gerne an. Vielleicht hole ich mir auch da ein bisschen Inspiration, wenn das hübsch ist, ne? Könnte ja sein, also. Möglich ist alles. Wir sind nicht ganz voll. Das ist ein bisschen schade. So, wo habe ich denn gesät? 53 natürlich. Wo denn sonst, ne? Wo denn sonst? Ja, das weiß ich nicht. Daniel, das müsste mal jemand testen. Ob das hier funktioniert. Wir haben das natürlich auch nur copy-pasted, also der Darky vielmehr. Der hat das nämlich dankenswerterweise eingerichtet. Huch.
Da ist eine Mauer und eine Hauskante. Mein Gott. Mein Gott. Den 1050 können wir auch abziehen, ne? Weil der braucht jetzt auch nicht, glaube ich, nichts mehr aufsammeln, aber wir schauen gleich mal nochmal. Gut, meine Damen und Herren, für heute sind wir auch schon wieder fertig. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Nicht vergessen, Sonntag Held vom Feld, 18 Uhr. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wird eine super Sache, bin ich mir ganz sicher. Und wie das kommen wird, beziehungsweise wie ihr das sehen werdet und erleben könnt, besprechen wir morgen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.